Also, der Trick ist der folgende. Wir öffnen unser Inventar. Wir suchen uns eine Pflanze heraus, die Snapperkraut heißt. Wir schnabulieren eine Snapperkraut-Pflanze und springen. Und wie wir sehen, haben wir es geschafft. Also, man sprintet mit Snapperkraut, das hält 15 Sekunden an. Das war vermutlich der Grund, warum es dort drüben Snapperkraut gab. Ich habe noch andere Möglichkeiten im Internet gefunden. Ich muss sagen, ich habe auch das ergoogelt, weil ich das nicht geschafft habe. Genau, aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Man kann eine Schriftrolle verwenden, um sich in einen Lurker oder in einen Schattenläufer zu verwandeln. Das geht auch. Da das wohl Geschöpfe sind, die relativ weit springen können und aus dem Grund das auch problemlos überstehen, diesen Sprung über die Schlucht. Aber das mit dem Snapperkraut ist natürlich auch cool. Was wohl auch noch geht, ist, wenn wir Akrobatik gelernt hätten. Wusste nicht mal, dass es das gibt. Aber wenn wir das gelernt hätten, dann hätten wir das auch so geschafft. Bin fast der Meinung, ich hätte Goblins gehört. Naja. So sei es denn mal für den Moment. Und wir besuchen das nächste Herrenhaus. Wir sind ja aktuell noch auf der Reise, die Herrenhäuser abzuklappern. Da wir zum einen für die Quest mit Raven mit einem Kriegsherrn reden müssen, der in einem der Herrenhäuser war. Und zum anderen müssen wir sowieso alle Herrenhäuser abklappern für die Quests der Magier. Genau, hier war einer der Teleportsteine, den hätten wir natürlich auch verwenden können, dann wären wir etwas schneller gewesen, aber was soll's. Jetzt haben wir hier eine Banditenrüstung an. Ich bin mir unsicher, was dieser Mann tut, wenn wir mit Banditenrüstung ankommen. Wobei ich glaube, in Yakendar ist es eigentlich halb so wild. Genau. Sag ich doch, es ist halb so wild, wenn wir als Banditen ankommen. Offenbar mag der Eremit dann doch keine Banditen. Sagen wir, ich kann ihn verstehen. Was ist denn mit einer Piratenrüstung? Was hältst du von einer Piratenrüstung? Magst du Piraten? Ich glaube, die einzige Rüstung, die Probleme macht, sind die Banditenrüstungen. Hey, du. Was ist mit den Steintafeln? Hey, der konnte uns auch was beibringen, ne? Wegen der Steintafeln. Soll ich dir beibringen, sie zu lesen? Genau, Sprache der Bauern können wir von ihm lernen. Gut, hier waren wir vor einer ganzen Weile schon mal, deswegen haben wir hier auch ja schon den Bumsi hier. Das ist offenbar für ihn okay, wenn wir in dieser Rüstung ankommen, aber wir wählen lieber diese. Hier scheinen wir noch nicht gewesen zu sein, beziehungsweise haben noch nicht die Muße gehabt, hier aufzuräumen. Hier haben wir Harpien, wir haben Grasland-Scavenger und Goblin-Krieger. Ich bin mir unsicher, ob wir es einfach mal mit dem Skelett versuchen. Und unserem Degen. Und hier einfach mal mutig einen Aufstand proben. Offenbar klappt das. Allerdings haben wir hier auch noch einen Ork-Schaman, das war mir nicht klar. Wenn wir den jetzt wieder von zwei Seiten bearbeiten, ist das natürlich auch ganz cool. Vielleicht war auch dieser Ork-Schamane genau der Grund, weshalb wir hier nicht mehr gemacht haben. Ich könnte es mir vorstellen.
Aber nun denn, Ork-Schamane hin oder her. Eher her in dem Fall. Goblin-Krieger sind auch besiegt. Ja, dann werden wir uns mal hier durchschlagen müssen, nicht wahr? Das mit den Harpien finde ich noch interessant. Die stehen uns aber jetzt erstmal nicht im Weg, wie es ausschaut. Die Grasland-Scavenger, würde ich jetzt mal schätzen, kriegen wir auch so hin, oder? Hoppala, ja, das war daneben. Sind die jetzt da runtergesprungen? Sorry, aber nein. dann geht mir ja die Erfahrung flöten, wenn die einfach durch Fallschaden sterben. Das finde ich aber nicht nett. Ja, dann zünden wir doch einfach hier eine Eislanze. Ziehen unser Schwert. Und machen das lieber direkt auf direktem Wege. Und dann sparen wir uns das Mana halt. So. So. Das ist eine Sumpfratte. Ich habe mich schon gefragt, was hier so komische Geräusche macht. Die von da oben runtergefallen ist. Na, zu weit runterkloppen will ich sie ja nicht, dann sterben sie ja. Naja, nun denn. Gestorben bist du nicht, ne? Dachte ich so nicht. Und du? Was ist mit dir? Ich könnte natürlich auch noch versuchen, dich einfach kaputt zu schießen. Das würde auch funktionieren. Ja, genau, darunter wollen wir nicht. Dann haben wir da oben noch eine Fangheuschrecke. Na, da reicht das Mana nicht. Aber es sollte ja jetzt regenerieren, ne? Minecrawler haben wir auch noch. Mich würde nochmal interessieren, wie gut wir inzwischen mit dem Schwert sind. Reicht das mit dem Schwert, wenn wir hier die Fangheuschrecke einfach ein bisschen, malträtieren? Ja, durchaus. Ja, wenn das so ist, liebe Minecrawler. Solange hier kein Minecrawler-Warrior dabei ist, traue ich mir das durchaus zu. So. Dann wären wir auch hier soweit. Mana ist auch soweit, dass wir wieder ein Skelett holen könnten. Ist aber noch nicht nötig, es sind ja nur Minecraft. Ich habe trotzdem keine Lust, das alleine zu machen. Skelett! Ja.
Jawohl. Das sieht doch mal nach ein bisschen Aufräumarbeiten aus. Genau, die Minecrawler sind halt unfair, weil sie einen so ein bisschen in Schach halten. Aber für unser Skelett ist das natürlich kein Problem. Sehr gut. Ja, das sieht doch dann mal ordentlich aus hier. Das hier sollte das nächste Herrenhaus sein. Ich bin mir auch unsicher, ob wir vielleicht das andere Herrenhaus jetzt trotzdem zählen können, obwohl wir es vorher nicht zählen konnten, weil wir zwar drin waren, aber die Zombies nicht weggeräumt haben. Ob das vielleicht eine Voraussetzung war? Ich weiß es nicht. Ich kann mich echt nicht erinnern. Das werden wir sehen. Das hier sollte auf jeden Fall ein weiteres Herrenhaus gewesen sein und damit eine weitere Tafel. Welche Farbe hat die? Das sah jetzt so violett aus und violett hatten wir doch schon, dachte ich. Ach, erschreck mich doch nicht so. Mein Gutster, was ist wahrscheinlich blau, ne? Ja, okay. Weil violett hatten wir schon, blau hatten wir noch nicht. Die sollten wir dann auch abgeben gehen können. So. Und inzwischen haben wir fast schon wieder so viel Mana, dass wir die Harpien da mal angehen könnten. Die würden mich noch interessieren, wie die so drauf sind. Ich fürchte ja relativ stark. Aber wir werden sehen. Ich würde es mit meinem Skelett einfach wieder versuchen, dann rennen wir einfach mal rein. Und dann werden wir schon sehen. Vielleicht auch nochmal zur Erläuterung, falls das nicht klar ist. Ich bin so ein Typ. Der sehr ressourcenarm arbeiten will in Gothic. Und das hat damit zu tun, dass in Gothic die Ressourcen ja grundsätzlich erst einmal rar sind. Und aus dem Grund würde ich halt immer so einen Kampf führen, im Anschluss zu einem Bett laufen, mich heilen, neues Mana holen und dann wieder von vorne. Das ist aber natürlich Quatsch. Also, es macht nicht... Dein Ernst? Macht nicht viel Spaß. Und deswegen... habe ich die Regenerationsmods reingebastelt. Damit ich eben nicht immer zurücklaufen muss, sondern sich das zwischendurch von selbst erledigt. Und das ist ja auch für die Folge relativ langweilig, wenn ich immer hin und her laufen muss. Meine Güte, macht ihr Geräusche. Naja, also das Skelett war keine große Hilfe, aber unsere Rüstung und unser Schwert sind schon... für einige Bedrohungen offenbar relativ gut geeignet. Ich denke, so viel kann man mit Fug und Recht behaupten. Wo kommen wir denn hier eigentlich hin, wenn wir hier weiter hochlaufen? Nirgendwo, das ist einfach nur der normale Weg. Okay. Ach ja, hier, okay. Na, meinetwegen. So, was hat man gesagt? Piraten waren für ihn okay. Jetzt ist da ein Schattenläufer. Und ich bin unsicher, ob das eine gute Idee ist. Aus dem Grund werden wir unseren neuen Zauber ausprobieren. Wow. Nehmen wir mit. Auch wenn der Schattenläufer mich gefährlich nah an Null gebracht hat, wie ich gerade sehe. Wo steht's denn? 1 von 307.
Ja. Falle ich jetzt noch um oder heilt es langsam? Noch glaubt er wahrscheinlich, dass wir im Kampf sind. Durch die Musik würde das implizieren, dass wir noch im Kampf sind. Ich möchte jetzt nicht speichern, ehrlich gesagt. Weil ich nicht weiß, warum er das denkt. Jetzt denkt das nicht mehr. Jetzt hätte die Regeneration auch von selbst wieder eingesetzt. War? Okay. Aber wir sind offenbar offiziell nicht gestorben. Das ist ganz gut. Auch wenn es sehr knapp war. So ein Schattenläufer macht schon enorm Schaden und wir hatten nicht unsere beste Rüstung an, um dem Eremiten nicht zu missfallen. So, jetzt sind wir hier unten, was Herrenhäuser angeht, ja erstmal soweit fertig, nicht wahr? Wir haben die beiden Herrenhäuser abgeklappert. Das heißt, wir können zurück zu den Wassermagiern. Und können mal kurz mit denen quatschen. Machst du das? Nee. Du warst Mana-Mann. Mana, Mann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben. Ne, das ist was anderes. Herrenhäuser. Wegen der Herrenhäuser. Ja? Das Herrenhaus der Krieger wurde von Raven als Unterschlupf verwendet. Da hat er eine gute Wahl getroffen. Vermutlich ist es die sicherste Festung, die in dieser Region noch zu finden ist. Im Haus der Priester waren jede Menge Minecrawler. Ist so eine Gegend nicht sehr ungewöhnlich für diese Tiere? Allerdings. Bei Adanos. Seltsame Dinge geschehen in dieser Region. So ist es. Das heißt, wir haben offenbar alle Herrenhäuser tatsächlich gefunden. Cool. Ich habe alle Herrenhäuser gefunden. Waren sie alle dort, wo ich es gesagt habe? Mehr oder weniger schon. Sehr gut. Dann hat sich meine Arbeit ja doch gelohnt. Ich danke dir. Ja, nice. Dann haben wir die Herrenhäuser auch abgehakt. Dann fehlen uns nur die Steintafeln. Die Reliquien. Und da haben wir dann wahrscheinlich ja auch die letzte. Weil ich glaube, das gilt als Herrenhaus gefunden, bis auf das mit Esteban. Warte mal. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Ich fand diese Tafel in einem Bauwerk im Südwesten. Der Tafel nach zu urteilen, handelt es sich dabei um die Behausung der Priester dieser Stadt. Der Name des obersten Priesters war Kardimom. Wir wissen noch nicht viel über ihn. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Okay, das heißt... Adanos möge dich schützen. Wir haben noch nicht alle Reliquien. Okay. Steintafeln, Watras, genau, schnaubende Kreatur, Reliquien. Violette Steintafel, Herrenhaus, grüne Steintafel, Haus der Heiler, rote Steintafel, eine blaue Steintafel aus der Behausung der Priester im Südwesten. Der Totenwächter im Süden, Südwesten, südlicher Sumpf. Waren wir noch nicht im... Wir haben im Canyon nur das Herrenhaus von außen gesehen. Haben wir das auch betreten? Wir waren doch im Canyon mit den Piraten auf Orkjagd, oder nicht? Da ist das Bildchen ein bisschen kaputt gewesen, wa? Wenn wir auf Orkjagd waren, hier... Uppala, was passiert jetzt? Einfach ein enormer Lag. Okay. Dann wäre die Frage, warum ist das noch nicht erledigt? Hier ist eine Höhle. Da ist aber nichts drin. Da unten ist noch diese Mine. Da gehe ich jetzt auch mal noch mal rein.
Leer. Leer. Alles leer. Das heißt, hier waren wir und haben auch alles leer gemacht. Das wäre ja optimal. Schauen wir mal. Auch hier leer. Und leer. Sehr gut. Das wollte ich nur noch mal geprüft haben, weil ich das nicht mehr im Kopf hatte. Ob wir hier bis zum Ende durch waren. Falsch. Und es ist ja schon relativ wichtig, dass wir hier überall durch sind. So, dann, ja, sehen wir jetzt natürlich nicht so viel. Es regnet in der Wüste. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich meine, es ist ein Canyon, ja, keine Wüste, aber trotzdem. Genau, ein bisschen vielleicht links halten. Könntest du vielleicht diesen Trank sehen? Da ist kein Trank. Okay, dann ist da keiner. Dann ist der nur eine Fata Morgana. Oder so. Die Frage ist, was ist mit dem Orc Camp, das hier unten war? Haben wir das mit den Piraten komplett leer machen können? Und kommen wir ins Herrenhaus? Beziehungsweise waren wir da noch nicht? Und wenn ja, warum waren wir da noch nicht? Also welcher Gegner war so stark, dass wir gedacht haben, das machen wir lieber mal noch nicht. Hier sind die ersten Zelte. Feuer. Das ist alles leer. Interessant, dass wir nicht die Sachen mitgenommen haben. Kugeliger Fisch. Sehr cool, dass hier ein Bett steht. Genau, hier sind die Zelte. Da ist das Herrenhaus. So hatte ich das in Erinnerung. Gerade gucken, ob hier in den Truhen noch was ist. Nee. An den Truhen waren wir, nur den Rest haben wir nicht eingesammelt aus Gründen. Ah, nee. Okay, Gold und Fisch. So muss das. Gut, dann müssen wir wohl da oben rein. Ich würde auch nämlich mal stark vermuten, dass das genau das Herrenhaus ist vom Krieger. Und wir hier auch den Typen beschwören müssen, um mit ihm wegen Raven zu reden. Und wenn hier dann auch noch die letzte Steintafel drin ist, wäre das natürlich optimal. Saß hier zufällig ein Schattenläufer vorne drin? Nein. Was war dann das Problem? Gab's ein Problem? Oder kamen wir nur noch nicht rein, weil wir die Beschwörungen machen müssen dafür? Oder? Nee, Moment, aber bei den Steintafeln haben wir das doch gelesen hier. Oder ist die rote Steintafel von hier? Das kann natürlich auch sein. Das war schon mal gut. Jetzt saß da drin aber noch was und das Ding nannte sich Feuerteufel. Das sieht schon heavier aus.
Oh oh. Na, dich müssten wir doch fertig machen können. So, das wäre schon mal eine Sache. Da reicht's noch nicht für, okay. Da hätte ich auch mit rechnen können eigentlich, oder? Dass man den Feuerteufel nicht mit dem Eisblock einfangen kann. Ja, okay. Das heißt, wir versuchen es mit dem Skelett, würde ich sagen. Der Eisblock tut's ja nicht. Alternativ, ich finde es interessant, dass das mit zu und Türen geladen wird. Huppala, da habe ich mich jetzt auch ein bisschen verjagt. So. Da ist noch so ein Vieh. Interessant wäre natürlich noch, ob wir gegen den Feuerteufel vielleicht in Feuermagierrobe gut ankämen. Das wäre durchaus noch interessant. Weil die Feuermagierrobe hat ja Schutz vor Feuer und ein Feuerteufel sieht ja aus, für mich, zumindest als Laie, als wäre das ein Viech, das Feuer kann. So, Herr Feuerteufel, ich hätte was für Sie. Einen kleinen Freund. Gelbe Steintafel gefunden. Die Eislanze wirkt Wunder. Okay. Das muss ich mir merken. Wenn es reicht, ein paar Eislanzen auf den zu schießen, dann kriegen wir das ja nochmal hin. Steintafel des Bogenschützentums. Wie auch immer. Hallo. Das kann ich nicht lesen. Ah, hier sind noch fest installierte Tafeln, von denen wir was lernen können, wenn wir die Sprache lernen. Das kann ich nicht lesen. Nehme ich an. Coole Sache eigentlich. Okay. Eisblock hat man schon, Eislanze. Das war schon meine Überlegung. Entweder das Eis funktioniert wirklich gut oder es funktioniert überhaupt nicht. Offenbar funktioniert es relativ gut tatsächlich. So, haben wir jetzt... Ach komm schon. Okay, der macht wirklich zu viel Schaden. Wir brauchen drei... Eislanzen einfach ready und dann machen wir das.
Komm, das machen wir jetzt noch schnell. Mann. Ja, Reines Mana-Extrakt. Was auch immer. Hier, weißer Rum. So. Wie weit sind wir? 58 Mana. Wie viel kostet uns so eine Eislanze? Kann man das sehen? Ja, irgendwo müssen wir es ja sehen können. An der Rune vermutlich. Rune. 20. Also wir sollten 3 Stück rauskriegen mit 60 Mana. Und mit 3 Stück sollte der auch ins Gras beißen. Sehr schön. Hier wieder noch so ein Ding. Dann haben wir hier noch Heilkräuter. Und noch mehr von diesen Tafeln. Damit können wir uns ja echt noch hochboosten, ey. Wie Sau. Das ist ja unfassbar. Halt am besten erst, wenn wir alle, also erst die Tafeln dann lesen, wenn wir es gemaxt haben, was wir mit Lebenspunkten ausgeben wollen. Aber abseits davon... Okay, hier sind nochmal Steinwächter. Liebe Leute, das, um die können wir uns später kümmern. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wir werden schauen, wann wir endlich zu Raven vorstoßen, um ihm etwas anderes durchs Herz zu stoßen. Oder so ähnlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.